Moin Freunde und willkommen zurück bei Cheppy Inversiv. Investiv. Inversiv. Steve. Jobs. Investigativ. Willkommen zurück bei Cheppy Investigativ. Heute haben wir etwas investiert. Wir haben was rausgefunden, beziehungsweise wir finden heute gemeinsam etwas raus. In der Season 3 gab es eine Änderung, über die Activision Treyarch überhaupt gar nicht gesprochen haben. Weder in den Patch Notes war es zu finden, noch hat irgendjemand von den Verantwortlichen auf Twitter, weder der Community Manager noch sonst irgendjemand darüber geredet. Und zwar, wir haben bis zur Season 3 die Möglichkeit gehabt zu sehen, wie auf der Konsole, PlayStation oder Xbox der Ping in der Runde für uns ist. Wir konnten also sehen, haben wir einen 20er Ping, einen 100er Ping, einen 500er Ping. Diese Option wurde uns mit Start des Season 3 ohne Kommentar einfach entfernt. Das heißt, wir können auf den Konsolen nicht mehr sehen, auf was für einem Server sind wir und wie ist die Verbindung von diesem Server. Man kann, bevor man in die Lobbys joint, schauen im Prinzip, welche Server verfügbar sind oder werden denn die EU-Server angezeigt, die US-Server und welche aus Afghanistan und Irak und was weiß ich, wo die alle herkommen. Aber man kann nicht mehr sehen, auf welchem Ping man in der Runde spielt. Und das Ganze ist ein ziemlich großes Problem, denn meiner Meinung nach, und wenn ich so in mein Discord reinschaue, die Meinung von 99% der Community, sind die Serververbindungen seit der Season 3 noch einmal schlechter geworden, als sie bisher waren. Und um euch zu zeigen, dass die Serververbindungen teilweise super sind und teilweise einfach unerklärlich schlecht, habe ich hier ein, zwei Clips für euch und während des Videos auch ein, zwei Momente. Das eine ist aus dem Livestream von gestern und das andere ist auf dem Livestream von vor einer Woche. Beides also aus Zeiten von der Season 3 noch. Und wenn man ganz ehrlich ist, Leute, der Ping ist für viele von euch eigentlich das elementare Bestandteil oder der elementare Bestandteil von einem Multiplayer-Game. Vor allen Dingen von einem Game wie ein AAA-Studio von Treyarch und. Ohne eine gute Serververbindung ist es egal, in was für einer Skill-Based Matchmaking-Bracket man ist, man hat am Spiel keinen Spaß. Man sieht den Unterschied richtig. Das muss doch einfach Peer-to-Peer mittlerweile sein. Guck mal, wie die Schüsse da ankommen. Ich habe die gleichen Aufsätze wie eben. Guck mal, ich gewinne die Gunfights, die ich die ganze Zeit verliere. Guckt euch das an. Dieser Unterschied. Ja, 30er Ping. 30er Ping. 30er Ping. Und für die als kurze Erklärung, die nicht 100% wissen, was der Ping wirklich ist. Der Ping wird im Prinzip in Latenz gemeldet. Und diese Latenz beschreibt das Signal bzw. die Geschwindigkeit von dem Signal. Ihr gebt etwas ein auf dem Controller. Dieses Signal wird an den Server weitergeleitet, so wie es von allen anderen Spielern dorthin weitergeleitet wird, dort verarbeitet und kommt wieder zurück. Im Prinzip, ich gebe ein, ich möchte springen, das Signal wird an den Server geleitet, der Server verarbeitet, sagt Chepperfeuer springt und schickt das Signal zu mir zurück und ich sehe es dann durch die Verarbeitung vom Bildschirm und PlayStation auf dem Monitor und kann im Prinzip weitermachen. Unter normalen Voraussetzungen haben wir in einem guten Game einen Ping, wir müssen ja bedenken, das geht über eine gewisse Strecke, von ca. 20 bis 30 Millisekunden. Das heißt, das Signal braucht 20 bis 30 Millisekunden, bis es von mir abgeschickt zum Server ging und vom Server zurück zu mir geht. In dem Fall ist es jetzt aber so, dass wir zu 90% der Fälle in einer normalen Skill-Based Matchmaking Bracket. Es gibt noch einen Unterschied, wenn man Reverse boostet, weil man dann eben einen größeren Player-Pool hat und dementsprechend auch bessere Verbindungen bekommt.
Mittlerweile ist es so, dass man in 2 von 3 Runden im Multiplayer in Cold War, genauso wie in Warzone, auf Servern spielt, die ein Minimum-Ping von 100 Millisekunden haben. Und 100 Millisekunden ist ein richtig fettes Problem. Es sorgt nämlich dafür, dass das Game für die Spieler im Prinzip nicht möglich ist. Und warum sie jetzt mit der Season 3 diese ganze Möglichkeit zu sehen, auf welchem Ping man spielt, rausgenommen haben, kann für mich nur 2 Sachen bedeuten. Die erste Möglichkeit ist im Prinzip, dass sie gesagt haben, die Anzeige, die wir den Spielern bieten, ist sowieso falsch. Das ist ein Gefühl, was ich in den letzten Season, also Season 2, auch öfter hatte. Da hat diese Anzeige im Prinzip gezeigt, dass die Latenz gerade 30 Millisekunden ist und man ist im Prinzip über die Map gestottert. Genauso wie andere Gegner über die Map gestottert sind. Oder man hat im Prinzip auf jemanden geschossen und der ist einfach weitergelaufen. Und wenn man dann gestorben ist, hat man in der Killcam gesehen, dass derjenige in der Killcam viel weiter vorne war oder viel weiter hinten als bei mir auf dem Bildschirm. Und das ging ganz, ganz vielen Spielern so. Die zweite Option, warum sie das Ganze vielleicht rausgenommen haben, ist, und das ist eine riskante Vermutung, ich habe das Gefühl, dass von den Cold War Servern aus dem Multiplayer Serverleistung auf Warzone integriert worden sind, so dass Warzone ein bisschen besser, flexibler und flüssiger läuft und währenddessen die Cold War Server teilweise einfach so ein bisschen den Rest nur noch übernehmen und dass die guten Serververbindungen jetzt teilweise nur noch auf Warzone zu finden sind. Einige haben auch geschrieben, dass sie vermuten, dass wir mittlerweile auf einer Peer-to-Peer-Verbindung spielen, was im Prinzip bedeutet, ein Spieler aus der Lobby ist der Host. In der Regel wird da immer der mit der besten Verbindung ausgesucht. Und alle anderen Spieler reporten ihre Pings oder ihre Signale an diesen Spieler. Und von diesem Server, dieser Spieler ist jetzt ein Server, kommt das Signal dann zurück. Kann ich mir nicht vorstellen, weil man dann öfter eigentlich in der Runde so etwas wie Host-Integration hat. Wenn der Spieler zum Beispiel die Runde verlässt, würde dann ein neuer Host ausgesucht werden. Jedoch ist es so, dass, und ihr seht es ja zwischendurch hier an diesen Clips auch, die eingespielt werden, ihr seht es ja, dass die Unterschiede zwischen 2 Runden teilweise innerhalb von 10 Minuten extrem unterschiedlich sind. Und die Frage ist, liegt es in dem Fall daran, dass ich in der einen Runde in einer extrem heftigen Bracket lande, wo einfach weniger gute Spieler sind, wo dadurch aber auch nicht mehr so viel Wert darauf gelegt wird, wie die Verbindung ist? Und in der nächsten Runde spiele ich dann vielleicht, weil ich nicht so gut performt habe, in einer schlechteren Bracket und deswegen ist die Verbindung besser. Oder was ist der Grund dahinter? Und das ist eins für mich, eins der Kernthemen, die wir eigentlich haben und die einfach gar nicht bearbeitet werden. Es scheint einfach gar keinen von den Verantwortlichen zu interessieren. Und meiner Meinung nach, im Jahr 2021 gibt es keine Erklärung mehr dafür, dass man ein Spiel wie Call of Duty spielt auf absoluten Gammelservern. Also wirklich auf absoluten Gammelservern. In Warzone mit der Integration in der Season 2 zu Season 3 und mit dieser neuen, ich nenne es mal diesen Warzone-Event, haben wir ja schon das Problem gehabt, dass niemand mehr auf die Server raufkam, weil die einfach komplett überfordert waren. Wir selber waren beim zweiten Event 2 Stunden vorher da und haben versucht, uns einzulocken. Es hat nichts gebracht. 90% der Community konnte das Warzone-Event einfach nicht spielen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Frage, die für uns so ein bisschen bleibt, sind die Server einfach komplett scheiße? Sind die Server vom Multiplayer auf Warzone rüber geswitcht worden, sodass wir in Cold War im Prinzip nur noch mit einem Minimum spielen? Und wenn man sich das anguckt und auch die letzten Wochen, wo Activision relativ deutlich gesagt hat, Warzone ist für uns das Bestandteil oder das Kernthema Nummer 1, alle Multiplayer-Games werden in Zukunft auch nur noch so ein bisschen im Hintergrund laufen, dann kommt das ungefähr hin. Denn wir haben auf Twitch bei Warzone auf Samstagabend 120.000 Live-Zuschauer und bei Cold War Multiplayer 6.000. Das heißt, von allen Cold War Zuschauern waren schon 1% bei mir alleine drauf, während Warzone einfach fast das 20-fache an Live-Zuschauern hat. Der Fokus ist auf Warzone und das wird auch weiterhin so bleiben. So wie es jetzt ja aussieht, wird Sledgehammer jetzt doch das neue COD releasen, was Vanguard heißt. Mittlerweile weiß man einfach nicht mehr, was man glauben soll oder was nicht. Und ich gehe auch ganz davon aus, dass wir
ganz klar auch an dem Game sehen, dass die Priorität absolut bei Warzone liegt. Das bedeutet im Prinzip, dass der Multiplayer vom neuen Sledgehammer-Game eigentlich nur scheitern kann. Und jetzt habe ich auch gerade das Video hochgeladen über die guten Patch-Updates, die wir von Raven Studios für Warzone bekommen haben. Und natürlich könnte man jetzt davon ausgehen, dass die jetzt gerade mal wieder richtig Gas geben, weil Battlefield 6 vor der Tür steht. Und kurzer Disclaimer für euch, ihr könnt gerne Like und Abo dalassen, kostenfrei, würde mich riesig drüber freuen. Sobald wir etwas mehr über diese Battlefield Leaks und News und sowas haben, werde ich das behandeln. Denn ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich einfach Cold War als Überbrückungszeit nehme, bis Battlefield 6 rauskommt, in der Hoffnung, dass EA und DICE mit Battlefield was Gutes zusammengebracht haben. Wollt ihr jetzt den ersten Trailer-Leak als Audio gerne hören, könnt ihr auf den Discord kommen bei mir, unten ist verlinkt, wir haben ihn da reingestellt. Ich darf den leider im Video nicht abspielen, weil ich sofort einen Strike bekommen würde. Ich hoffe, wir konnten die Thematik ein bisschen abhändeln im Prinzip. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, ich bin raus für heute, viel Spaß!